Weg mit dir. Weg mit dir. Wir werden jetzt ganz viel töten müssen, bis wir hier schlafen können. Denn so einen Drachen würde ich echt gerne mit vollen Zauberpunkten angehen. Aber das sieht soweit ja sehr machbar aus. So, hier ist einer weggeflogen oder weggelaufen. Da. Da ist noch einer. Hallo, Dämon. Ein, zwei Skelette noch. So, jetzt nicht noch eine neue Gruppe Pollen, bitte. So, kann ich jetzt hier schlafen? Sieht gut aus. Also, schlafen, schlafen. Auge. Fackellicht. Segen. So, Schutz vor Feuer. Schutz vor Elektrizität, weil es könnte auch ein nicht-roter Drache sein. Heldentum haben wir nicht. Eile zaubern wir gleich. Schutz vor Kälte. Tag der Götter. Drachennest. Offensichtlich wohnt ein großer Drache in dieser Höhle. Die Untoten in der Nähe dieser Behausung könnten Abenteurer gewesen sein, die nach dem Schätzen des Drachen gesucht haben. Oh, Schätze. Oh. Hallo, Longfang Witherhide. Ganz viele Knochen auf dem Boden, die können wir auch alle verkaufen. Und verbrennen wird bei dir nicht funktionieren, ne? Also probieren wir mal das da aus. 37 ist okay. Der Bolzen trifft schon mal, das ist gut. Ich würde aber ganz gerne näher ran an den Drachen, weil Gerogon dann besser treffen kann. Und ich probiere trotzdem mal den Verbrennenspruch aus, einfach weil er so viel Schaden normalerweise macht. Null. Okay. Haben wir dazu gelernt. Du Schrapnell hat nicht so wirklich viel Schaden gemacht. Wir sind halt noch nicht hoch genug in Schattenmagie. Du Giftwolke. 65. Du heil bitte dich selbst. So. Giftwolke. Wie viel hast du denn noch? Oh, nicht mehr viel. Giftwolke. Oh. Du fließt. Sehr gut. Und kaputt. Unser erster Drache ist tot. Mürrim muss unbedingt looten. Drachenkralle. Ja, die sollen wir auf jeden Fall abgeben. Die ganzen Knochen kommen mit, die werden in Freehaven verkauft. Aber so einen richtigen Drachenhort sehe ich gar nicht. Geh mal die Wände ab. Wenn ein Drache sich schon die Mühe macht, Fackeln an die Wand zu hängen, macht er sich die Mühe, irgendwo einen Geheimgang zu bauen? Nö. Schade. Zum Drachen gehört immer ein Drachenhort. Menno. Na gut, raus hier. So, das wäre jetzt wieder Freehaven. Du, Stadtportal, Freehaven. Und er war, geh weg. In der Richtung. Du, fliegen. Hier ist übrigens noch der Rad, wo die Daumen hoch und runter verteilt werden. Inzwischen haben wir doch schon ein paar Daumen hoch. Aber es dauert noch, bis wir alle haben. So, genau. Hier ist Burg Temper. Und hier in der Nähe von soll es den Rüstungs... Also den Plattenrüstungsmeister geben. Ist auch sehr komisch. Herzog Osric Temper, Herr des Westens und oberster Ritter des Reichs. Oh. Das war ein Fauxpas. Du bist der falsche Ritter. Ritter. Ja, Kriegsherren sollen wir töten und die Teufel. Wir müssen nach Burg Ironfist.
Ja, er schlage Longfang Witherhalt in seiner Höhle und kehre dann zu Wilbur Humphrey in Burg Ironfist zurück. Okay. Stadtportal, neues Optikal. Und hoffen, dass die Kutsche fährt. Hufeisen? Nein. Geschlossen. Geschlossen. Nein. Brauchst du ein Pferd? Burg Ironfist, sehr gut. Fliegen wir doch gleich mal hoch, weil wir es können und weil wir die Ansässigen beeindrucken wollen. Wir sind so toll, wir können fliegen. Hier. Halt, Weltmeister Nikolai Ironfist. Helden. Gut gemacht, ein abscheuliches Monster weniger in der Welt. Hiermit befördere ich offiziell alle Kreuzritter zu Helden und alle Kreuzritter ehrenhalber zu Helden ehrenhalber. Mögest du lange genug leben, um diesen Titel ehrenhaft auszufüllen. Sehr sympathisch, danke. Gibt es dafür wenigstens einen Stufenanstieg? Für diesen aufmunternden Spruch am Ende? Geschlossen. Geschlossen. Es kostet dich mehr, als du hast. Ja, wir haben auch nicht besonders viel. Ja, Knochen verkaufen, unseren Ruf wieder in den Keller treiben. Das können wir. Stadtportal, Freehaven. Der Knochenkäufer war in dieser kleinen Stadt. Nordwestlich müsste das gewesen sein. Was tut man nicht alles für ein bisschen Gold? Genau, hier hinten. Ein von den drei, vier Häusern hier. Hallo, wie geht's? Meister der Kondition. Ausdauer plus 30, Stufe 7 in Kondition. Kondition hast du wie viel? 4, ja, okay. Hallo. Magnete? Nein. Oh, hallo. Knochen. Schön, dass du da bist. Das ist sehr viel Gold. Was sagt unser Ruf? Schlecht. Okay. Ja, muss man mitrechnen. Was gab es eigentlich noch für Lehrer? Wo wir gerade mal hier sind. Oh, hallo. Goldene Schön, Pyramiden. Dass du da bist. Schön, dass du da bist. Nö. Irgendwas schießt auf mich. Und da hinten war nur die Taverne. Ja, nö. Du. Fliegen. Weg hier. Zurück in die Stadt. Hihihi. Ich muss nur mal ganz kurz absoluten Overkill betreiben. So. Also zurück in die Stadt und Stufenanstieg holen. Dafür ist unser Gold jetzt da. Und Sprüche kaufen später, aber erstmal Stufenanstiege. So. So, so. Wow, so. Ganz viele Stufenanstiege. 14 Punkte. Axt. Wir müssen unbedingt Axt-Experte werden und Meister und überhaupt. Kann ich nicht angehen. Bewahren wir erstmal auf. So, du 25 Punkte. Du wolltest Luft erhöhen. Genau, kannst auch bald Meister werden. 18 Punkte. Kommt alles in Schatten. 29 Punkte. Lichtmeister, brauchst du 10 oder 12 Punkte? Also ja, wir müssen erstmal Experte werden, aber... na komm, kann nicht schaden. Also wir haben jetzt 12 Punkte in Licht, das heißt, wir werden auf jeden Fall Meister werden können, wenn wir die entsprechenden Lehrer erstmal gefunden haben. Jetzt haben wir noch 6 Punkte und die tue ich mal auf... Kondition. So, nächster Schritt. Wir brauchen wieder Gold. Wir sollten uns einfach irgendeinen Dungeon aussuchen und den leer räumen. Was haben wir noch so? Zerstöre den Vorposten der Teufel klingt zu schwer. Finde die Sanduhr der Muße. Oh, da hat er was gesagt. War das in Neusorpigal? Also irgendwo gab es eine Insel, wo man nicht so leicht hinkommt, meinte er. Und wir können jetzt fliegen und wir haben Wasserwandeln. Ich guck mal. Stadtportal? Neusorpigal. Ja, da sind Inseln. Guti. Dann schmeißen wir gleich das Fliegen an.
Gucken wir mal zu den Inseln. Und da müsste irgendwo ein Labor sein von Kakra. Garex. Garex Laboratorium. Und da könnte dann die Sanduhr der Muße sein. Also du. Fliegen. So. Jetzt ignorieren wir mal die ganzen Goblins hier auf dem Boden. Die komisch. Ah doch, da sind sie. Genau, ihr. Ihr seid uns vollkommen egal. Mal fürs Auge. Na gut. Und einmal noch. Na gut, einmal noch. So, das musste sein, sorry. Was haben wir hier? Goblins. Können uns immer noch Schaden machen. Nicht viel, aber sie können uns Schaden machen. Au, 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 au. Eile. Können uns sogar richtig Schaden machen. Sehr unerwartet. Okay. Komm schon, komm schon. Teil des Lebens. Komm, 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 komm. Was sagt er eigentlich andauernd? Hey. Kirogon sein. Das war ein anderes, hey. So. Also, wenn wir wirklich mal einen Nahkampf geben mit so einer ganzen Horde, sind die doch schon ziemlich anstrengend. Brauchen ziemlich lange, um sie niederzuprügeln, weil wir halt mit jedem Schlag nur einen töten können, wenn wir überhaupt treffen. Und der Schaden von denen summiert sich doch ganz schön. Schrein des Glücks. Oh, warte mal. Glück. Neu. So, wie geil. So. Kommt auf die Liste. Was bist denn du? Schön, du Experte bist. Der Wassermagie. Sind wir schon. Meister sind wir auch schon. Und eine dubiose Kiste. Ich hab's. Mit einem Meistersäbel drin. Ja, okay. Ah. Nichts mehr sonst. Du verzauber bitte mal den Meistersäbel. Plus 5 Intellekt und Charisma. Brauchst du jetzt nicht so unbedingt, aber er macht mehr Schaden als die anderen. Also so. Du kannst weg. Sehr komisch, dass hier im Startergebiet quasi so ein tolles Schwert liegt. Hm. Also ja, jetzt mal OOC. Man kann am Anfang sehr viel Unsinn machen. Wenn man weiß, wie das Spiel funktioniert und wo was ist, kann man am Anfang sehr, sehr mächtige Sachen bekommen. Aber das verdirbt den Spielspaß. Zum Beispiel kann man auch... Also jetzt kann ich es ja machen, weil wir schon eine ganze Weile spielen. Dabei gibt es hier auch einen Vulkan. Und in dem Vulkan sind auch gleich wieder Hufeisen. So. Garex Schmiede. Gut, da fliegen wir gleich hin. Jetzt hätten wir aber gerne erstmal... Die Häuser hier noch und dann da hinten den Vulkan. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Ein Heiler. Wie geht's? Ein Gelehrter. Ja, nö. Vulkan. Du warst hier hinten irgendwo. Da. Also klar, wenn man das Spiel anfängt, hat man nicht gleich den Fliegenspruch. Aber in Neusorpika ist auch eine Fliegenschriftrolle versteckt. Die kann man sich schnappen. Was natürlich total gespoilert ist und was weiß ich. Weil die Charaktere wissen nichts von der Fliegenschriftrolle. Nur man selber als Spieler weiß das. Und dann ist halt ein bisschen komisch. Wenn das Erste, was die Helden machen, zu einer Stelle sind, von der sie gar nicht wissen, dass sie da ist. Und dann, ne? Da muss jeder selber wissen. Das heißt, theoretisch kann man sich die Schriftrolle schnappen, hier hinfliegen, die Hufeisen holen, da hinten hinfliegen, die Kiste aufmachen mit dem tollen Schwert und, ne?
gut. So. Zurück im Spiel. Wir haben Hufeisen gefunden. Wir haben Garrick Schmiede gefunden. Wir sollten also zu Garrick Schmiede auch zurück. Davor wird dann aber erstmal geschlafen und hochgebufft und was weiß ich. Und dann gucken wir mal, was wir da drin finden. Ich hoffe einfach mal primär auf Gold. Weil das ziemlich mau ist gerade. Erfahrungspunkte und die Uhr für den einen obersten Magier wäre auch ganz nett, aber primär Gold. Au. So. Auge, Fackellicht, Segen. Und den Rest mache ich gleich.